Hallo liebe Leute, ich bin Akumisierungsmanns, mal Songs, Let's Plays und Crazy Talk Videos. Ja, ihr hattet vor einer Woche oder so abgestimmt. Es kam zwei Stimmen, nur zwei Leute haben abgestimmt gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch eine weitere Person abgestimmt hat. Ich könnte hier nochmal kurz am Handy gucken und dann nachschauen. Aber ich glaube, das ist nicht so der Fall. Ich kann ganz kurz nachschauen, Leute. Zack, zack, zack. Und es wurde, ja, immer noch 50-50 abgestimmt. Das heißt, Detroit Become Human oder Man of Medan. Ich habe mich für Detroit Become Human entschieden, denn Vampire ist mehr so ein Action-Horror-Rollenspiel-lastiges Game. Und Man of Medan hat definitiv mit Horror zu tun. Und wir wollen natürlich nicht unbedingt gleich zwei Horror-Let's Plays haben. Deswegen habe ich mich entschieden für Detroit Become Human. Und wir starten ein neues Let's Play. Ist Ihnen Schrödingers Katze ein Begriff? What? Bis Sie entscheiden, was passiert, wird alles gleichzeitig passieren. Wie in Detroit. Keine Ahnung, was du meinst, aber wir starten mal los. Let's go. Gestern habe ich das gespielt gehabt, das erste Kapitel, und da habe ich leider einen Fehler gehabt. Das war mies gewesen. Und ich habe erst von gestern Abend bis heute Abend endlich den Fehler beheben können. Hat lange gedauert. Vermittler vor Ort. Wiederhole. Vermittler in Kiel. Vermittler oder Ermittler? Jo. Zum dritten Mal hier schon. Ja. Aber das passt jetzt. Okay. John Phillips. Geboren am 11.10.1999 in Detroit. Caroline Phillips, geboren 23.05.2001, auch in Detroit. Emma Phillips, die Tochter von beiden, geboren 2.09.2028, auch in Detroit geboren. Oder beziehungsweise wohnt in Detroit. Nein, Paul, ich kann dich nicht allein lassen. Ist ein Fisch. Zwergfadenfisch. Aha. Jetzt können wir uns schon eine kleine Entscheidung treffen. Liegen lassen oder retten. Ich würde in meinem Fall sagen, wir retten ihn. Und damit schon mal die Frage schnell beantwortet wird, falls jemand nachfragen wollen würde oder tut. Das Spiel läuft nicht auf der PlayStation 4 oder PlayStation 5, sondern auf dem PC. Bitte, bitte, retten Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, das können Sie doch nicht machen! Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Okay. Na gut. Finde Captain Allen. Oder Allen? Nein, Allen. So, dies zeigt deine Ziele und Interaktion. Mein Hauptziel ist erstmal, Captain Allen zu finden. Sonst ist... Sprich zuerst mit Captain Allen, okay. Gehen wir mal rüber. Der Drecksack will springen. Scheiße, Mann. Ich hab das gleiche Modell zu Hause. Oha, okay. Sprechen. Captain Allen, ich heiße Connor.
Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Okay, jetzt können wir mal Fragen stellen. Verhalten, Name des Abbeißlers, Name. Ist sein Name bekannt? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Irgendwie scheint es ihnen egal zu sein. Befrag mal wegen des Verhaltens. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den Scheiß-Androiden. Oder ich werde es tun. Wir brauchen Informationen für das beste Vorgehen, Kollege. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ist mir scheißegal. Mach das, was wir machen würden, so ungefähr. Er ist aber wie ein Detektiv. Er braucht viele Informationen, was der natürlich der Polizei scheißegal ist. Hauptsache retten. Munition. Ja, ist klar. Eine Waffe MS 853 oder 853. Black Hawk. Kapazität 17 Kugeln, okay. Jetzt können wir rekonstruieren. Oh yes, das habe ich vermisst. Der Abbeichler nahm die Waffe des Vaters. Okay, mehr haben wir hier nicht. Da steht ja Ereignisse analysiert. 1 vom 1. Okay. Haben wir schon mal 51% Chance auf Erfolg? Ist ein Bad? Also nichts Interessantes, okay. Hier ist noch was. Untersuchen. Video abspielen. Okay. Interessant, der beste Freund. Anhören. Kind hörte keine Schüsse. Oh. Shit. Nicht gut. Haltet die Position an. Wir können gleich bei dir sein. Noch nicht. Noch nicht, Kollege. Noch nicht. Okay. Alles klar. Ausschalten. Familie wollte zu Abend essen. Okay. Analysieren. Schön ablecken. Lecker, lecker. Frisches blaues Blut. Modell PL 600. Okay. Abweichler Modell. Untersuchen. Kinderschuh. Buntes Modell. Spuren vom menschlichen Fuß. Geißel könnte verletzt sein. Oh. Analysieren. DPD Officer war erster vor Ort. Schussrückstände, Bleistieb, Naht,
Antimonsulfid nur ein Schuss. Also er hat einen Schuss abgegeben, okay. Schusswunde Kaliber 355, rechte Herzkammer perforiert, innere Blutung, okay. Jetzt erfahren wir, wie der Officer hieß. P.O. Deckard Anthony, also Anthony Deckard, Größe 1,77, Gewicht 77 Kilogramm, geschätzter Todeszeitpunkt 20.03 Uhr. Okay, jetzt können wir wieder rekonstruieren. Benutzen den rechten Stick, um die Kamera zu bewegen. Okay. Da ist die kleine Geißel, sah die Schießerei. Polizist verletzte den Abweichler. Okay. Oha. Okay, wir gehen mal ganz zurück. Und dann sehen wir mal, wie das Ganze sich abgespielt hatte. Okay. Polizist verletzte den Abweichler. Hat auf ihn geschossen. Und er kam, der Abweichler hat auf ihn geschossen. Einmal daneben. Und einmal voll getroffen. Natürlich voll ins Herz. Und die Waffe ist unterm Tisch gelandet, als er gestorben ist. Also hingefallen ist. Waffe geortet. Okay. Aufheben. Okay, der tritt langsam durch. Amerikanische Androidenverordnung 2029. Androiden ist strengstens untersagt, Waffen jeglicher Art zu tragen oder zu benutzen. Okay. Wir nehmen die trotzdem mal mit. Da haben wir schon mal was freigeschaltet dafür. Du hast einen Dialog oder eine Aktion. Alter. Alter. Also wir haben einen Dialog oder eine Aktion freigeschaltet. Jetzt können wir wieder weiter analysieren. Wahrscheinlich wieder ein Schuss. Schusswunde, Kaliber, ja. Linke Niere perforiert, tödliches Abdominaltrauma, okay. Noch ein Schuss. Schusswunde, ja, Lungenblutung, Pneumothorax, okay. Jetzt hier können wir sehen, wer das Opfer ist. John Phillips, verstorben. Größe 1,83, Gewicht 85 Kilogramm, geschätzter Todeszeitpunkt 19.29 Uhr. Okay, und der Polizist kam eine halbe Stunde später. Noch eine Schusswunde da, was? Drei Stück? Oha. Lungenblutung, innere Blutung, okay. Jetzt können wir wieder rekonstruieren. Oder Vater hielt etwas in der Hand. Okay. Jetzt können wir genau schauen, was passiert ist. Alter. Voll doof. Noch ein Schuss. Während der hinfliegt, hat er zweimal noch drauf geschossen. Alter. Okay, das Gelbe ist das Tablet. Ja, das Tablet. Entsperren. Ihre Bestellung eines AB-700 Androiden wurde registriert.
Abweichler sollte ersetzt werden. Hm. Schauen wir uns mal den verletzten Officer an. Wo ist denn der? Hier. Vielleicht können wir was machen. Nicht tödliche Wunde. Okay, gut. Also er hält es durch. Sehr gut. Dann gehen wir mal rein. Ich laufe extra so rum, weil ich noch gucken will, was es noch gibt. Aber sonst haben wir alles. Okay. Let's go. Alter! Ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Los, los, los! Hi, Daniel! Wo? Mein Name ist Connor! Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich! Ich möchte dich hier rausholen! Alter, was macht ihr denn? Einfach mal wegen Helikopter fast 20% Vertrauen verloren. Ich bin ein Android, genau wie du. Ich weiß, wie du dich fühlst. Welchen Unterschied macht es, was du ein Android bist? Untersuchen. Du bist auf ihrer Seite. Du verstehst nicht, wie ich dich fühle. Er verliert Blut. Wenn er nicht in ein Krankenhaus kommt, überlebt er das nicht. Alle Menschen sterben irgendwann. Was macht es schon, wenn der hier jetzt stirbt? Ich lege ihm einen Druckverband an. Fass ihn nicht an! Finger weg oder du stirbst! Ignorieren. Du kannst mich nicht töten. Ich lebe nicht. Bist du bewaffnet? Nein, ich habe keine Waffe. Du lügst! Natürlich hast du eine Waffe. Ich sage dir die Wahrheit, Daniel. Ich bin nicht bewaffnet. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein! Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Hör zu! Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden! Okay, nehmen wir an. Nehmen wir an. Die Situation ist unter Kontrolle. Sehr gut. Da, du kriegst deinen Willen. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich will, dass alle abhauen! Und ich will ein Auto! Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Okay. Was jetzt, Daniel? Ist das wirklich, was du willst? Du hast gelogen! Du hast gelogen!
entscheidest, wie die Sache endet. Triff die richtige Wahl, Daniel. Alter! Alter! Ich wollte das nicht! Nein! Das war deine Schuld! Deine Schuld! Oh, fuck! Mission gescheitert. Meine Fresse. So oft früher das gespielt. Das erste Kapitel. Aber das habe ich nicht kommen sehen. Ich habe viel wieder weggefühlt. Ja. Alter. Ich habe viel wieder vergessen gehabt, was passieren könnte. Gut, dass ich das vergessen habe, weil sonst wäre es zu einfach für mich gewesen. Alter, Leute. Heftig. Abweichende erschoss Connor. Alter. Connor sprang wegen Emma und fiel. Jo, das war noch gewesen, als es gestern aufgenommen hatte und ich leider das Problem hatte mit dem Mikrofon-Sound. Alter. Jo. Gut. Weiter, aber dann machen wir jetzt gleich einen Aufnahmen-Cut und nun werde ich sehen, ob diese lange Aufnahme gut ohne Probleme überstanden ist. Dann lade es schön hoch und ihr werdet endlich mal ein Video für heute Abend zu Gesicht bekommen. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gern einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und ja, ich bin dann erstmal raus. Bis dann, euer Kumsi 21. Yeah!